Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns einen Turm an. Wienhagener Turm heißt der. Der ist auch schön bemalt von innen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und jetzt geht's los. Ja Leute, jetzt teste ich mal das neue Mikrofon, was ich mir gekauft habe. Ich werde da auch ein Bild von einfügen. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Und wie gesagt, das teste ich jetzt heute zum ersten Mal. Weil manchmal sind ja die Tonaufnahmen von der GoPro etwas leise gewesen. Oder ja, nicht so klar und deutlich. Das hoffe ich, dass das jetzt besser wird. Das sehe ich aber auch erst, wenn ich das Video am Schneiden bin. Also, wie gesagt, dann hoffe ich, dass es besser geworden ist. Ich mache mal so einen Schwenker. Richtig diesig, neblig heute. Wie gesagt, die letzten Tage hat es nur geregnet, in den letzten 2-3 Wochen. Aber hier so ein, was denn? Eine Metallplatte hier unten. Herr Wiese, ich bin mal gespannt mit der Aufnahme von dem neuen Mikrofon, ob das damit besser ist. Oder ob ihr nur hört, dass ich dann eventuell auch ordentlich am Pusten bin, wenn wir hier die Berge besteigen. Aber wie gesagt, das sehe ich ja erst beim Schneiden. So ein kleines schönes Wäldchen haben wir hier. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, aber wenn ich das Bild einblende, das Mikrofon sieht aus wie damals das von Hans Meiser. Also, ich bin jetzt auf Hans Meisers Spuren quasi. Auch ungeschützter Baum. Kann man auch reinfahren hier links. Oder konnte man. Bestimmt für Jäger oder Förster oder so. Hier so eine kleine Weide auf der rechten Seite. Also desto höher man kommt, desto diesiger wird das. Ich hoffe, man kann es so gut auf der Kamera erkennen. Hier links haben sie auch alles gerodet. Müssen wir, glaube ich, rechts gehen. Na, alles weg hier. Immer noch schön die Spuren von den ganzen Fahrzeugen, die hierher gefahren sind. Was die für einen richtigen Krater hier reingefahren haben. Ich gehe mal davon aus, dass, wie gesagt, dass das alles, was ihr jetzt seht, dass das alles Wald war. Und dass das alles weg ist. Hier rechts auch alles. Alles abgeholzt. Wie gesagt, links auch. Schade, dass das Holz ein bisschen diesig ist, dass man nicht so weit gucken kann.
Aber ich glaube, ich kann so mit dem Auto gar nicht herfahren, so wie der Weg hier ist. Das ist nämlich schon ganz schön hoch alles, also schon nur für Traktoren oder so. Und hier links eine Riesenfläche, wo früher mal, glaube ich, Wald gewesen ist. Schon. Wir gehen aber mal eben kurz hier nach links rein. Da vorne ist noch so eine Tafel, die wir uns noch mal eben angucken wollten. Weiß ich mal, das ja erkennt man schon auf dem Video. Waldlehrpfad. Okay, da siehst du gerade, der eine Mann auch hierher gegangen, der da vorne noch geht. Wie gesagt, da unten alles abgeholzt. Und wenn man so, weiß ich nicht, 200, 300 Meter geht, auf einmal kommt so ein kleines Wäldchen an. Von da unten sind die hochgegangen, links her, sage ich mal. Und auch ganz schön windig. Und wenn man hier so wieder runter geht gleich, mache ich die Kamera nochmal an und dann sieht man das. So, weiß ich nicht, 300, 400 Meter. Dann kommt so ein kleines Wäldchen und bei dem Nebel sieht der schon richtig, richtig stylisch aus. Jetzt gehen wir gleich nach links. Da ist der Turm. Da waren auch schon zwei, die da drauf gegangen sind, jetzt vor uns. Ich habe eigentlich gedacht, wir wären heute alleine bei dem Wetter, dass hier keiner hergeht. Aber ja, müssen ja doch einige unterwegs sein. Oh, da ist der Turm. Der soll von Ihnen auch richtig schön aussehen. Hier rechts hat man auch noch Bänke und Tische und Spielgelegenheiten für Kinder. Da hinten sind auch noch Bänke. Eine kleine Sandkiste ist da noch. Können wir vielleicht gleich mal ein Espresso trinken. Da ist der Turm. Gucken wir erstmal hier rechts. Da sind Tische und Bänke, Spielgeräte für die Kinder, Mülltonne, da hinten auch noch so Klamotten zum Klettern, hier ein bisschen Sand. Wie gesagt, da ist der Turm. Tafel. Oder ist das nur ein Baum, wo ein Besen dran hängt? Nee, hängt ein Besen dran. Da können sich die Kühe schrubben. Habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Ist das nicht geil? Hier, Besen. Unten hoch alles Besen. Oben ist eine Kuh drauf. Denn, ey. So, jetzt stehen wir genau vor dem Turm. Hier sind nochmal ein paar Daten von dem Turm. Baujahr 1929, Höhe 14 Meter. Einweihung 29. September 1929. Letzte Renovierung im Jahre 2000. Grad. Wir haben gerade minus 1 Grad ungefähr.
das auch richtig. Halt euch mal eben einmal hoch, dann könnt ihr das mal sehen. Ich hoffe, ihr versteht das auf dem Mikrofon. Ich rede jetzt extra ein bisschen leiser. Sieht schon echt schön aus. Da ist die Eingangstür. Schauen wir eben das Licht aus, wenn man da was sieht. Da sieht man leider nichts. So, die Spaltmaße stimmen auch schön überein. Dann gehen wir mal hier hoch. Oder? Die Wand sieht auch schön aus. Aber mit dem Fenster da drin, das ist richtig genial. Treppe. Gehen wir mal jetzt hier hoch. Jetzt, die ich mitgezählt habe, 72 Stufen. Hier ist noch Glas und hier ist das Glas weg. Von da sind wir gerade gekommen. Einmal mal runter gucken. Sieht man auch schön die Sitzgelegenheiten hier. Da vorne kleine Sandkiste. Da hinten sind noch so einige Fitnessgeräte. Spielsache für Kinder. Ich schwenke euch einmal hier rum. Ich hoffe, ihr hört das. Dass es richtig windig ist. Da mal den Ausblick. Hier ist wieder alles Glas. Ich finde das halt auch richtig schön, dass das alles so bemalt ist hier unten. Auch hier der Aufbau und der Abbau. Jetzt gibt es da noch eine Treppe, auch richtig schön bemalt. Also irgendwie so eine kleine Kiste. Und da ist für die Kinder, da kann man sich draufstellen. Können die hier runter gucken. Natürlich steht das auch hier. Wenn sie sich da draufstellen, dass sie nicht runterfallen, wegen dem Glas. Das ist alles bemalt. Finde ich sehr schön. Jetzt zeige ich noch mal das Dach oben. Auch aus GFK oder irgendwie sowas. Das ist auch ein sehr geiles Bild, finde ich. Wenn du von hier so guckst und siehst das, dass die Treppe da, der Aufstieg, Abstieg da ist. Und ich hätte halt gedacht, das wäre alles verglast.
Leider sieht man heute nicht so viel, weil, wie gesagt, ich habe es schon mehrfach erwähnt, dass es diesig ist. Aber die Bäume sind einen kleinen Tacken höher als wir. Wenn wir gleich mal da unten irgendwo ein Plätzchen suchen und Espresso trinken. Da sieht man auch, dass das Geländer sehr alt ist. Einmal einen Schwenker hier rum, jetzt gehen wir hier runter, ich habe das Licht noch an, ich tue hier mal ein bisschen biegen, so, jetzt gehen wir noch eine Treppe. Sieht doch richtig aus, ob man in so eine Höhle drin wäre. Vor allem ist das alles so, als ob man in eine Höhle drin wäre. Dann kommt man höher, dann kommen die Bäume und oben ist man halt schon, ja, wie das halt im normalen Leben ist. So im All. Da oben auch schon mit dem Fenster, dem überall Fenster hier. Marienkäfer. Da auch. Ja, ein bisschen weg, versieht man die dann besser. Die sind bestimmt schon alle tot, weil die schon eingefroren sind oder so. Da ist nichts. Doch, da hängen auch noch zwei, drei. Die hätte ich jetzt gar nicht gesehen, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Marienkäfer. Oh, mal gucken. Die sind fast schwarz und die sind rund. Ja, da ist auch einer bei, die haben fast gar keine Punkte. Zwei, drei. So, klug gemacht, wie so eine Gewindestange, einfach da oben reingeklemmt. Auf der Seite auch. Ja, und somit hält die Tür um. Dann sind wir wieder draußen. Hier sind auch nochmal 1, 2, 3, 4 Stufen. Machen wir das Licht aus. Ja, und da waren wir gerade oben. Das ist echt cool mit dem Turm. Wollen wir hier ein Käffchen trinken? Ja, nur gehen wir unterm Baum oder lieber nicht unterm Baum? Hier vorne hin, da in der Ecke, links. Da ist nicht so viel Baum. Und windgeschützt. Und ein bisschen windgeschützt, ja. Da die Borsten. Da die Borsten, ja, da. Da kommt man raus und ist da der Baum mit den Besen. Eine Kuhschrubbelstation oder wie das heißt.
Und ich gehe jetzt mit euch einmal hier rum. Sagen, setzen wir uns hier an dem Tisch hier vorne hin. Den nehmen wir gleich. Ich gehe mit euch jetzt noch einmal hier, damit ihr mal seht, was es hier noch so gibt. Kann man auch schön Fahrrad fahren. Kann man hier schön mit dem Mountainbike her. Hier sind noch Spielgeräte. Hier ist ein Spielgerät da vorne. So kleine Wippen und so. Kann man, wie gesagt, hier könnte man schön mit dem Fahrrad Mountainbike herfahren. Was hier noch Schaukeln. Nehmen wir mal eben hin. Wenn ihr die auch noch mal seht. Also ihr wisst ja, wie eine Schaukel aussieht. Aber nur mal so zum Zeigen. Wenn man halt Kinder hat, dann kann man schön hier spazieren gehen. Zwei Schaukeln. Ach so, da. Irgendwie so einen Holzstäbe zusammengestellt. Also alles ist so ein Laubwald. Da hinten haben sie auch sowas aufgestellt. Wollen wir mal eben zusammen hingehen. Dann haben sie einfach nur so Holz hingeschmissen links. Wollten sie schon auch sowas bauen. Wie gesagt, aufgrund, dass es der letzten Wochen, also wir sprechen ja von 2-3 Wochen, dass es immer geregnet hat. Natürlich der ganze Boden, alles aufgeweicht, das Wasser, das fließt hier nur so, ja auch schon überall Knospen. Nur am 2. April. Wie gesagt, das Wasser, das fließt einfach nur so vom Wald. Straßen hinunter. Ja. Eigentlich wollten wir jetzt Espresso trinken, aber leider wird da nichts draus. Kanne vergessen. Kann man nicht ändern. Hier alles voll. Auch die Knospen kommen, wie gesagt, sieht man eindeutig. Man singt ja auch, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Wo? Ja, das sage ich ja, dürfen wir im Mai nicht mehr so viel gehen, aber wenn die Bäume ausschlagen, werden wir nachher getroffen. Da ist auch noch ein Vogelhaus da oben am Baum. Aber ich finde das schon echt schön hier, auch bei dem Wetter. 1914 bis 1918. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Kein offenes Feuer und Grillen verboten. Stand da noch ein Schild, finde ich aber auch richtig, ist auch im Wald. Wenn das trocken ist, dann brennt das wie Zunder. Und das ist wie gesagt das kleine Stück Wald, wo wir jetzt rausgehen. Dann sind wir sozusagen auf die Freifläche. Und gleich, wenn wir ein bisschen weiter gegangen sind, aber keine Ahnung, 300, 400, 500 Meter, da fängt der Wald wieder an. Das zeige ich euch dann nochmal, wenn der Wald so aus dem Nebel hervorkommt. Oh, da vorne beim Nebel sieht man den Wald schon, der da kommt. Deswegen habe ich euch nochmal eben eingeschaltet. Links von dem Weg aus gesehen, links hier auf der Höhe ungefähr, ist auch so ein Hochsitz. Und desto näher man halt dem Wald kommt, desto mehr sieht man halt, das ist ja klar. Aber hier alles abgeholzt. Und wie gesagt, windig ist es natürlich. Und ihr habt es ja gerade selber gesehen, ungefähr minus 1 Grad. Da oben am Turm war ja ein Thermometer. Also
sieht man immer mehr von dem kleinen Wäldchen, was noch übrig geblieben ist. Weil rechts ist gar nichts mehr. Aber links kommt noch so ein bisschen was. Hier, damit ihr mal seht, was hier noch alles so im Wasser runterkommt. Hier vorne der alte Traktor. Der hat vorne noch so einen Greifarm dran. So man damit hier so Baumstämme oder sowas rausziehen kann. Das geht alles im Kanal rein. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen da. Like das Video, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn wieder neue Videos kommen. Und ich hoffe auch mit dem Mikrofon, das war so einigermaßen okay. Wie gesagt, das war das erste oder ist das erste Video mit dem neuen Mikrofon, mit der Kombo, die ich jetzt noch dazu gekauft habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet mehr hören, ihr könntet mich besser verstehen. Bild habe ich schon eingefügt oder kommt jetzt gleich noch, wie die Kombo aussieht. Ist halt mit einer GoPro 9 Hero und Mikrofon von Rode. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.